Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal habe ich mir ein paar Comics bei meinem Abonnenten APOC besorgt, den der ein oder andere von euch sicherlich kennt. Habe ich mir bei ihm einige Comics gekauft. Der ist auf mich zugekommen und hatte eben gesagt, brauchst du nicht hier was noch von und da was noch von. Er verfolgt ja die Videos fleißig und deswegen weiß er natürlich auch, was ich dann gerade so suche. Na? Und dann hatte er mir so ein paar Sachen geschickt und davon habe ich mir dann einiges ausgesucht. Erstmal will ich euch jetzt zeigen, was er mir noch sonst dazugelegt hat. Also abseits der gekauften Comics. Einmal hier, ich weiß jetzt nicht, ob es ganz im Bild ist, eine Spider-Man und Civil War 2, sowie auch Captain America ist da drauf, also eine Civil War 2 Stofftasche von Marvel. Ja, das war dabei, sehr schön, ne? Kann man dann auch die Sachen von A nach B transportieren. Und dann hier so ein Aufkleber, 25 Jahre Hellboy. Bei Hellboy muss ich ja eh, da habe ich ja noch gar nichts in der Sammlung von. Ja, ich glaube nur so ein Crossover, aber so von diesen Hellboy-Sachen habe ich eigentlich noch nichts. Ich kenne natürlich die Filme, habe auch schon mal in die Comics digital reingelesen, aber leider mir da noch keinen geholt. Ich finde diese Companion ganz gut, aber kosten eben auch 50 Euro und ab dem dritten glaube ich 60 Euro pro Stück. Ja, und das habe ich im Moment einfach nicht übrig. Für diese 25 Jahre Hellboy gab es hier dann auch noch zwei Lesezeichen, die er mir auch dazugelegt hat. Ist natürlich immer schön, weil ich ja dann immer für die Comics auch was habe, wenn ich ja mal nicht Zeit habe, das in einem Stück zu lesen und so, ne? Vielen Dank schon mal dafür. Dann, als nächstes hat er mir hier so ein paar Gratis-Comics dazugelegt. Das ist einmal hier Suicide Squad, im Zuge des Films rausgekommen natürlich. Die gehe ich jetzt relativ schnell durch die Sachen. Dann Spider-Man Deadpool mit zwei kompletten Stories drin. Dann hier natürlich im Zuge des von 20 Jahre Panini haben wir hier Rebirth, das Detective Comics Special sozusagen, gratis Special. Dann war ja auch beim Neustart damals, beziehungsweise war jetzt vor dem letzten Neustart eigentlich noch, glaube ich zumindest, Avengers und die Champions. Das ist nicht das aktuelle Avengers-Zeug, sondern von davor. Genau. Ja, 2017, genau, das ist ja hier noch, das ist schon 2 Jahre wieder. So schnell vergeht die Zeit. Dann hier mit einem bekannten Cover Deadpool 4 exklusive Short Stories ist Deadpool mal wieder in meiner Sammlung gelandet, obwohl ich ja mit Deadpool nicht so viel anfangen kann wie die meisten. Ich habe euch ja da schon mal ein Video zu gemacht, dass ich ein bisschen was davon habe. Wird im Zuge meiner Comicsammlung auch noch mal komplett präsentiert. Hier ein sehr schönes Cover von dem Gratis-Comic von Harlequin, weil es natürlich, die Experten werden es direkt wissen, an The Killing Joke angelehnt ist, an den Joker, der eben auch in dieser Pose mit der Kamera dann zu sehen ist, bevor er Barbara Gordon über den Haufen schießt. Und dann im Zuge dieses Venom-Films ist hier noch was gekommen, was gratis. Ich habe den Film auch noch gar nicht gesehen, muss ich sagen. Habe ich noch nicht gesehen. Werde ich aber bestimmt nochmal nachholen. We Are Venom hinten drauf. Ja, ich bin ja durchaus ein Venom-Fan. Aber ich hatte nicht so das Bedürfnis, in diesen Film zu gehen. Will da aber auch nicht sagen, dass er jetzt irgendwie schlecht ist. Kann ich ja auch gar nicht. Ich habe ja nur den Trailer gesehen. Und der war okay. Also würde ich jetzt auch nicht negativ sehen. Dann zwei komplette Spidey-Stories plus Preview zu Secret Empire hier. Auch noch ein Gratis-Heft vom letzten Jahr.
Und das war es dann auch mit den Gratisheften. Und jetzt kommen wir wirklich zu den Sachen, die ich gekauft habe. Das ist jetzt am Anfang ein bisschen Condor, das ist auch ein bisschen Taschenbuch, beziehungsweise nur Taschenbuch von Condor am Anfang. Und danach kommen die moderneren Sachen, in Anführungsstrichen moderneren Sachen von Panini dann, ne? Aber für alle, die Taschenbücher nicht mögen, da müsst ihr jetzt durch oder abschalten oder nach vorne vorspulen. Wir haben hier die Fantastischen Vier 22, das ist schon nach dem John Byrne Run, den ich ja sowieso nicht von Condor habe, sondern von Marvel exklusiv in so Hardcovern. Hier schon Roger Stern, glaube ich, schon dran als Autor. Genau, Roger Stern, John und Sal Buscema bei den Zeichnungen. Also das ist von dann von nach spielt nach dem berühmten Byrne Run. Das war jetzt die 22, dann habe ich hier die 44, die der Fantastischen Vier, die ein schön zu dem passt, was ich letztens mal, das habe ich auch mal gezeigt, bei dem Kane gekauft habe. Der hat mir nämlich unter anderem, glaube ich, die 43 und 45 verkauft und noch eine, und da passt das natürlich wie die Faust aufs Auge hier, die 44. Dann, was eben auch dazu passt, ist dann hier nochmal die 47 der Fantastischen Vier, wo ich dann einfach auch nochmal weiterlesen kann. Ich glaube nicht, dass ich die Fantastischen Vier voll mache oder so, aber habe jetzt einiges davon von den Taschenbüchern, und hatte ich ja nur ganz wenig davon, und deswegen ist es eine gute Gelegenheit, da nochmal rein zu gucken. Wo eher eine Chance besteht, dass ich es mal voll mache, ist dann die Serie, die mich neben Spider-Man und dem Hulk am meisten bei Condor interessiert hat, war einfach die Captain America-Serie, die auch hier in Taschenbuchformat kam. Zum Teil gab es zwar aus dieser Ära auch einige Geschichten als Zweitstory bei Die Spinne, aber vieles von dem Run ist eben in dieser Taschenbuchform veröffentlicht worden, und ich mag diesen Run besonders gerne, der eben in den Taschenbüchern kommt oder kam. 26 Stück gibt es. Ich habe eben nicht alle. Hier ist die 2, die mir unter anderem fehlte. Ich habe so jetzt mit denen, die ich jetzt zeige, habe ich, glaube ich, so etwas über die Hälfte von den Taschenbüchern. Nummer 6 war noch dabei. Ja. Und dann, wo ich eben das davor und das danach habe, die Nummer 11. Ich habe eben die 10 und die 12 die 13 dann wieder und so weiter, ne? Dadurch ist das dann auch wieder so eine Lücke, die sich da schließt. Dann, das war schon Condor, also da könnt ihr beruhigt sein, für die das immer so ein bisschen stört. Jetzt kommen wir mal zu den restlichen Sachen. Das ist jetzt noch Panini. Und da ist ja eine Baustelle von mir durchaus Daredevil. Und ja, beim Epoch Berserk bin ich dann auch nochmal fündig geworden. Und zwar Daredevil, der Mann ohne Furcht. Die umstrittene oder zuletzt in der Szene ja von ein, zwei Leuten stark diskutierte Origin von Frank Miller und gezeichnet von John Romita Jr., wo Miller dann eben Anfang der 90er nach seinem ersten oder nach beiden Runs, glaube ich, sogar, also er hatte ja erstmal so einen größeren Run, und dann hatte er ja noch wie hieß das, Auferstehung, glaube, nee, doch, ich glaube, Auferstehung war das noch, den habe ich ja auf jeden Fall auch. Ich glaube, das war, genau, das spielt auch noch davor. Auf jeden Fall hat er dann zum Abschluss ja nochmal so eine Origin geschrieben, die manche ziemlich abfeiern, manche auch eher nicht so gut finden. Ja, für mich war es natürlich eine ganz gute Möglichkeit. Ich habe hier die etwas neuere Auflage von Panini. Kam auch mal als Marvel-Exklusiv Band 5. Ich habe hier eine Auflage von, ich glaube, 2015 oder so. Das gucken wir doch gleich mal. Jetzt finde ich es natürlich auf Anhieb nicht. Doch,
von 2015, also eine Neuauflage, neuere Version des Ganzen, gibt es zig Auflagen schon von. Das ist die, die der André von Team Kongsfan 86 zum Beispiel auch hat. Ja, habe ich jetzt dann auch diese Miniserie. Dann habe ich ja im Zuge von Daredevil, es ist jetzt auch nicht so viel Daredevil, es ist jetzt nämlich noch ein Daredevil-Band, der jetzt kommt. Ich habe ja vor der Comicmesse auch nochmal erzählt, dass ich den Bendis-Run gerne möglichst viel davon haben würde. Ja, und jetzt habe ich eben noch ein Band bekommen, der ist ja in diesen Marvel Exclusives erschienen. Das ist jetzt zum Beispiel hier Marvel Exklusiv 57. Wie heißt es? Der König von Hell's Kitchen. Das ist eben auch Teil des Bendis-Runs. Ich habe mit diesem jetzt vier dieser Marvel-Exklusivbände. Es gibt neun, die jetzt innerhalb dieser Marvel-Exklusivreihe, die jetzt den Bendis-Run umfassen. Es ist eben das Problem, dass das alles sonst immer sehr, sehr, sehr teuer gehandelt wird. Ja, und ich will auch nicht zu viel dafür ausgeben. Ich habe jetzt praktisch den Anfang, habe ich ja, dann ist das hier so ein bisschen was aus dem mittleren Bereich. Das Ende habe ich, damit könnte ich auch erstmal leben, ne? Ich halte immer mal wieder Ausschau, aber ich muss nicht das jetzt auf Teufel komm raus in den nächsten 3 Wochen voll machen, ne? Aber hat mich natürlich sehr gefreut, dass ich da auch die Möglichkeit hatte, das noch voll zu machen. Dann, das war jetzt schon der Level. Dann als nächstes würde ich einfach mal hier, ja, da mache ich mal hier weiter. Das war auch, bezieht sich auf eine Kölner Comicmesse. Nicht die letzte, sondern die vorletzte war es, glaube ich. Da habe ich davon ein paar Hefte erworben. Und zwar geht es um die ultimativen Fantastischen Vier im Heftformat. Es gab ja 15 Hefte, die sind auch nochmal als Trades dann gekommen, der inhaltlich. Soweit ich weiß, genau. Und dann, aber nach den 15 Heften ging das sowieso in Trade-Form über. Und ich habe jetzt von diesen Heften nämlich die ersten 6 ja mal auf einer Kölner Comicmesse gekauft, plus Band, plus Heft 8. Ja, das ist die 7. Das heißt, ich habe dadurch die ersten 8 in Folge dann, also lückenlos. Und dann hatte Epoch Berserk noch im Angebot gehabt, Band oder Heft 11, sodass ich jetzt die ersten 8 und das 11. habe. Und damit 9 von 15 Heften. Schöne Cover auch, wie ich finde. Mir hat sowieso diese ganze Aufmachung auch von den ultimativen Heften damals ganz gut gefallen. Mit der stärkeren Pappe und dann hier das so ein bisschen hervorgehoben, ein bisschen glänzender und so weiter. War ja bei Spider-Man auch so, wobei ich da eben von den Heften auch nicht so viele habe, sondern mehr die Trades dann, weil ich da ja relativ spät eingestiegen bin. Ja, auf jeden Fall hier habe ich also gar nicht mehr so viel, was mir von den ersten 15 Heften fehlt, woran ich am meisten interessiert bin. Erstmal diese ersten 15 und dann mal gucken. Ja, ja, gute Sache, denke ich mal, wird dann auch mal voll gemacht, hat aber nicht super Priorität. Dann kommen wir eigentlich zum letzten. Das sind dann noch mal ein paar Bände zu einer Serie. Da habe ich letztens auch auf der Kölner Comic oder vor der Kölner Comic Messe auch noch mal gesagt, dass ich die suche. Dann habe ich auf der Kölner Comic Messe auch ein paar davon gefunden. Und zwar ist die Rede vom Hulk. Und zwar von dieser 2008er Serie. Und wenn ich sage 2008er Serie, hat sie einfach 2008 angefangen. Das führt manchmal zu Verwirrung. Das ist nämlich hier schon Heft oder Band 2 vom Mai 2009. Man nennt sie aber die 2008er Hulk-Serie. Das werde ich immer mal erwähnen jetzt in Videos, weil das immer mal Leute gibt, die das gar nicht, natürlich dann gar nicht verstehen. Ja, das ist so, aber aus dem und dem Jahr. Ja, ich sag meistens 2008er Serie oder so, wo das angefangen hat. Ne? Auf jeden Fall Hulk Band 2. Ne, das ist eben diese Hulk-Serie, die damals erschien, rund um das Auftauchen des Roten Hulks. Ganz am Anfang wusste man ja einfach auch noch nicht, wer es ist, wer dahinter steht. Weiß man natürlich mittlerweile schon lange.
Ja, und hier Band 2 hat mir einfach noch gefehlt. Ich habe die eben relativ lückenhaft. Band 3 dann, Band 1 habe ich zum Beispiel, dann hier Band 3, sodass ich da so ein bisschen wieder was am Stück dann nochmal lesen kann, weil ich mich nochmal wieder reinlesen will. Ich habe das eben damals zum Teil, habe ich das auch so ein bisschen digital verfolgt. Ja, auch ich habe ein paar US-Sachen mal digital gelesen. Dann hier Band 13, der ist schon aus dem Jahre März 2012, Band 13, Der rote Planet. Ich bin gespannt. Ja, und den Abschluss auch dieser Folge macht dann jetzt hier noch Band 14. Wie man sieht, ist es ein Tie-in zu Fear Itself, IME Event, wovon mir auch, glaube ich, ein Heft oder so fehlt. Ja, das muss ich auch nochmal lesen, dieses Event, weil ich da irgendwie gemischte Gefühle so aus der Erinnerung habe. Das hat mich, glaube ich, damals nicht ganz so überzeugt, aber es war auch irgendwie nicht ganz schlecht. Und da würde ich dann nochmal gern reinlesen. Ist natürlich dann hier einfach eine Tie-in-Ausgabe. Ja, genau. Das sind alles Tie-in-Ausgaben. Oder eigentlich sind nur die ersten beiden Tie-ins. Ich glaube, danach geht wieder eine eigene Storyline weiter. Ja, werde ich mal gucken. Ne? Ja, sehr schöne Sache. Dann war es das wieder für diese Folge, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich recht herzlich bei Epoch Berserk für die ganzen Sachen. Und bedanke mich bei euch natürlich für eure Aufmerksamkeit. Schreibt mir mal rein, was ihr davon auch habt oder vielleicht gern hättet, was euch davon interessiert. Und ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Und wünsche euch einfach noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Ciao.